Hunderte Nachbarn, klapprige Aufzüge, enge Treppenhäuser mit Küchengeruch, das verbinden viele mit diesen riesigen Wohnanlagen. Andere wiederum sehen in der Platte einen absoluten Wohntrend. Unser Reporter Christoph Karasch will wissen, wie es sich zusammen mit 1000 Menschen unter einem Dach wohnt und zieht einfach ein ins Berliner Palaceum. Es gibt einen Nachteil, und zwar, dass manche Freunde gar nicht zu mir dürfen. Hier zu leben, ein alltäglicher Kampf mit und gegen Klischees. Dreck, Kriminalität, Drogen und Anonymität. Hinter den Mauern verbirgt sich ein einzigartiger Mikrokosmos. Wir tauchen ein in diese kleine Welt und wollen wissen, wie ist das Leben dort wirklich? Welche Klischees stimmen? 3 Tage Platte. Unser Reporter Christoph Karasch wagt das Abenteuer. In Berlin-Schöneberg steht sein neues Zuhause auf Zeit. Da ist es. Gott, ist das riesig. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Das Palaceum ist der berüchtigste Wohnkomplex in Berlin. Es ist wegen der Bauweise eigentlich kein wirklicher Plattenbau, dennoch ein Block. 13 Stockwerke, 1000 Menschen in 339 Wohnungen. Kriminalität und Drogen sollen hier Alltag sein. Früher hat man ja durchaus mal schlimme Geschichten von diesem Ort hier gehört. Deswegen bin ich jetzt mal super neugierig, wie das Leben hier so ist, welche Klischees stimmen und welche nicht. Und deswegen ziehe ich hier jetzt mal ein. Zum Block gehören noch ein Innenhof, ein Café und ein Friseur. Christoph ist auf dem Weg zu seinem Gastgeber. Und schon das erste Klischee. Das ist tatsächlich viele, viele Namen anderer Herkunft. Ganze 25 Nationen unter einem Dach. Es leben sowohl 40% Türken als auch 40% Deutsche hier. Viele mit Migrationshintergrund. Kaum durch die Tür entdeckt Christoph etwas Skurriles. Ach, guck mal hier. 1, 2, 3 Einkaufswagen. Warum? Das soll ihm sein Gastgeber beantworten. Denn Christoph wird 3 Tage bei ihm wohnen. Hi, du bist Ahmed. Ich bin Ahmed. Ich bin Christoph. Hi, wie schön, dass das klappt. Ja, wunderbar. Danke, dass ich da sein darf. Hi mit dir. Ja, es ist Mittag. Und nein, Ahmed ist nicht arbeitslos und heißt eigentlich Ahmed. Er studiert Maschinenbau und hat sich freigenommen. Und hast du gut gefunden hier? Es ist ja doch ein ganz schönes Labyrinth, ne? Ja, ja, es ist eher wie im Gefängnis eigentlich. Seit 2 Jahren lebt Ahmed mit Frau und Tochter hier. Christoph fällt auf, die Wohnung ist eigentlich ganz schön. Da drüben spielt meine Tochter. Super hell, das hätte ich nicht erwartet. Ja, ja, so Panorama und so. Ja. 580 Euro zahlt Ahmed für 60 Quadratmeter. Bei 2,5 Zimmern improvisiert er. Die Abstellkammer ist zugleich Wäscheraum und für die nächsten Tage Christophs Schlafplatz. Ein Zimmer ohne Fenster, ja. Muss man sich dran gewöhnen, oder? Sozialer Wohnungsbau bedeutet günstige Mieten. 40% der Bewohner sind auf staatliche Hilfe angewiesen. Nirgends in Schöneberg wohnt man preiswerter. Der Nachteil? Hunderte von Wohnungen, geballt in einem riesigen Komplex. Gemeinschaft ist es, ich stelle mir vor, dass das was sehr Anonymes hier ist. Ein riesiges Hochhaus, tausende von Menschen, die hier wohnen. Jeder kennt sich hier. Ich kenne meinen Nachbarn, alle mit Namen, Vornamen. Die Kinder kenne ich. Laut Ahmed stimmt das Klischee nicht. Eine große Gemeinschaft statt Anonymität. Wir sind gespannt, ob unser Reporter das auch so erlebt. Du kennst hier alle auf dem Flur, ne? Ja. Wer wohnt hier? Ja, eine Familie mit 2 Kindern, sehr nett. Wer wohnt hier? Ein älterer Herr, mit dem haben wir gar keinen Kontakt. Aha. Fast eigentlich nie. Und davon? 2 große Familien wohnen hier, wie man auch anhand von den Einkaufswagen sehen kann. Ja, warum stehen hier Einkaufswagen? Ja, das sind halt Transportmittel, wenn man einkaufen geht. Wie groß ist die Familie? 7. 7 Köpfe. Für Ahmed sind die Einkaufswagen ganz normal. Für den Supermarkt jedoch ist das Diebstahl. Ein Bild, das viele hier erwarten. Das nächste ist überraschend. Sicherheit. Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Hier gibt es immer noch mal so Zwischentüren und dann das vor allem mit Klingeln dann auch. Ja, ich glaube, das ist eine Sicherheitsvorkehrung, damit die Leute nicht immer hin und her laufen.
Eine weitere Sicherheitsmaßnahme. Kameras an allen Hauseingängen. Es gibt also viel Sicherheit. Unser Reporter wagt sich jetzt an die unangenehmen Klischees. Gibt es keine Drogenprobleme, Kriminalität? Zu Drogen gibt es hier. Also ich habe jetzt hier noch nie Drogenprobleme gesehen, dass sie irgendwas verkauft haben und so. Früher sollte das der Fall sein. Da haben irgendwelche Junkies hier in den Fluren sich vollgedröhnt gehabt. Aber jetzt, auch wenn die Polizei nicht da ist, sagen die älteren Menschen hier, wie mein Papa oder Onkels und so, verjagen die dann weg. Das heißt, dein Onkel und Vater jagen hier die Störenfriede raus? Unter anderem, ja. Ja, Batman und Robin, nein, Spaß. Nur wenn die das natürlich können. Wenn nicht, dann rufen die klar die Polizei. Ja. Passen die Nachbarn also aufeinander auf oder ist das schon Selbstjustiz? Wie viele Polizeieinsätze es hier im Jahr gibt, hat uns die Polizei aus Datenschutzgründen nicht gesagt. Unser Reporter will der Sache auf den Grund gehen. Aber nicht jetzt. Denn das Essen wird kalt. Ahmeds Frau Sülal hat gekocht und beide Männer treten pünktlich an. Die Gastfreundschaft ist der Hammer. Guten Appetit. Und der erste Tag geht zu Ende. So, das war mein Tag 1 hier im Palaceum. Ich spreche ganz bewusst ein bisschen leise, weil Ahmeds Familie drüben schon schläft und ich immer noch nicht so genau einschätzen kann, wie hellhörig das hier eigentlich ist. Das klingt halt doch eher nach Holzwand. Am Tag 2 ist unser Reporter allein unterwegs. Seine Mission? Herausfinden, welche Klischees stimmen. Guten Morgen. Die Nacht war okay. Nichts mitgekriegt. Keine Nachbarn. Hier in dieser fensterlosen Kammer geht halt irgendwann der Sauerstoff aus. Ne? Das merke ich gerade hier hinten irgendwie. Unser Reporter hat gehört, die Gemeinschaft sei gut, die Sicherheit hoch und es gäbe keine Probleme mit Kriminalität oder Drogen. Stimmt das wirklich? Jetzt kann der Tag losgehen. Das erste Klischee, dem Christoph nachgehen will, ist die starke Gemeinschaft. Dabei stößt er zunächst auf ein anderes Vorurteil, das nicht stimmt. Und zwar Dreck. Was ich ohne Witz ganz interessant finde, das habe ich so nicht erwartet, ist, wie sauber die Flure sind. Ob die Flure wirklich immer so sauber sind, wird unser Reporter später erfahren. Die Entdeckungsreise geht weiter. Er betritt einen Bereich, der normalerweise durch eine Sicherheitstür versperrt ist. Hier oben wird gerade gebaut. Ich bin im 9. Stock auf der Terrasse gelandet. Hier findet Christoph Unglaubliches, verborgen unter den alten Terrassenplatten. Und was ist das? Das ist so eine, die sind unter Spritzen drauf, Kanülen. Hier ist auch noch eine. Ah, davon sind massig. Also, nicht so ordentlich abgegangen sind. Ne? Tief verborgen, wenn man mit der Schaufel gräbt, gibt es ja offensichtlich eben doch so eine Drogenvergangenheit. Ich bin mir immer noch nicht darüber im Klaren, ob das, was früher war, auch wirklich nur früher war. Unser Reporter will es jetzt wissen. Gibt es immer noch Drogenprobleme? Er sucht Antworten im Blockcafé und kommt sofort ins Gespräch mit Chian, der seit 9 Jahren hier lebt. Christoph will nicht mit der Tür ins Haus fallen und tastet sich vorsichtig ran. Wie sicher ist das hier? Es ist wirklich so ein eigener. Ich würde am frühen Abend würde ich noch meine Frau und mein Kind von A nach B gehen lassen. Aber nicht guten Gewissens. Man hat immer noch diesen Beigeschmack. Weil manchmal, gerade abends, kommen eben halt von externen Leuten und dann gibt es auch hier Überfälle und sonstiges. Das kommt auch noch. Aber da kommt dann auch dieses Familienverhalten. Wenn das jemand sieht, und man hört hier ja auch das gleich, da ist immer irgendjemand auf dem Balkon. Und wenn das jemand sieht, dann kommen auch sofort alle raus. Mhm. Wenn was passiert, dann versucht sofort jeder zu helfen. Wir fragen uns, was genau regeln sie alles unter sich? Aber eines ist Christoph klar. Die Gemeinschaft ist super, so wie alle sagen. Das ging total schnell. Ich hatte nach 1,5 Tagen schon das Gefühl, so langsam anzukommen, immer mehr Menschen kennenzulernen. Gian war ein super Beispiel dafür. Mit dem habe ich einen Kaffee getrunken und danach hat er mich direkt mit zum Friseur genommen.
Wo gibt's denn sowas? Aber gibt es hier Probleme mit Kriminalität und Drogen? Christoph will eine Antwort und zieht nachts allein im Dunkeln los. Doch er trifft keine Junkies, sondern Hakan. Und der ist Sicherheitsmann. Aufgrund, dass sehr viele fremde Leute sich im Hof aufhalten bzw. versuchen, ihren Aufenthalt über die Nacht hier zu verbringen, ja, sind wir hier und sorgen für Schutz und Sicherheit. Es gibt einen Sicherheitsdienst. Das heißt ja schon mal was. Das heißt, es muss nötig sein, dass abends hier aufgepasst wird. Nicht nur abends. Wir erfahren, auch tagsüber gibt es Sicherheitsleute in Zivil. Ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme bei so vielen Menschen? Oder doch Folge von Kriminalität? Abends beim gemütlichen Zusammensetzen ist es für unseren Reporter schwer, das herauszufinden. Denn natürlich wollen die Bewohner den Ruf ihres Blocks schützen. Unser Reporter hat am Tag 3 eine Idee. Gestern hat Christoph 2 Menschen getroffen, die noch etwas mehr Aufschluss geben können. Eine davon, die 14-jährige Berfin. Seit 8 Jahren lebt sie hier und ist die einzige in ihrer Klasse, die im Palaceum lebt. Das ist nicht immer einfach für sie. Fühlst du dich manchmal benachteiligt, weil du hier wohnst? Manchmal schon, weil einige Freunde nicht zu mir dürfen. Das ist dann aber auch halt von den Eltern aus und von den ganzen Vorurteilen aus. Aber sonst von der Nachbarschaft und von den Bewohnern hier fühle ich mich gar nicht benachteiligt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Freundinnen dürfen sie nicht besuchen. Ich wollte das vor ihr jetzt gar nicht so sagen, aber ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Das ist richtig krass. Welche Vorurteile sind die, die dich am meisten stören? Gibt es irgendwas, was dich wütend macht? Viele denken sich, dass hier die Kriminellen und so weiter wohnen. Also ja, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Du kriegst immer Hilfe, wenn du sie brauchst und ich find's toll hier. Keine Kriminalität, dafür Ausgrenzung. Christophs nächste Verabredung kennt noch mehr Nachteile. André Boja ist seit 15 Jahren Hausmeister hier. Dieser Mann kennt definitiv jede Ecke des Blocks. Von ihm erfahren wir, dass Sauberkeit und Ordnung alles andere als selbstverständlich sind. Vielmehr ein täglicher Kampf. Wie oft muss gestrichen werden? Also manchmal einmal im Monat. Manchmal haben wir aber auch das Problem, dass am einem Wochenende 10 Mauern besprüht sind. Oh, okay. Ja, das. Da waren dann die Gang unterwegs. Sozusagen. Und das ist dann aber meistens in 1-2 Stunden komplett erledigt. Dann wird es einfach damit überstrichen und dann ist schön. Ich bin positiv überrascht, wie sauber zum Beispiel die Gänge, die Flure sind. Ich habe bis zu 15 Leute, die definitiv hier arbeiten, um dieses Haus in Schuss zu halten. Mhm. Das heißt, vom Schlosser bis zum Rohrleger, bis zum Heizungsmonteur, Tischler arbeiten, Fliesen arbeiten, das erledigen wir alles hier selber vor Ort. Von allein ist es hier also nicht so sauber. Der Hausmeister hält mit fast 20 Personen dagegen, die 3-mal die Woche putzen und 1-mal im Monat streichen. In dem Block, in dem unser Reporter 3 Tage gewohnt hat. Unser Fazit: Wo viele Menschen leben, entsteht auch Dreck. Daher putzt man hier im Akkord. Zu Kriminalität und Drogen hat Christoph keine klare Antwort bekommen. Danke für die Gastfreundschaft. Früher war das definitiv ein Problem. Ob heute noch, können wir nur vermuten. Doch ein Klischee kann er klar widerlegen. Von Anonymität keine Spur. Man hat ständig die Gelegenheit, sich irgendwie zu treffen. Nochmal auf dem Kaffee, beim Bäcker, nochmal eben Hallo sagen, den Friseurbesuch gemeinsam machen oder auch in die Wohnung hochgehen. Mama hat dann schon was zu essen gemacht und so. Das ist ein ganz schönes Gefühl, ein sehr gemeinschaftliches Gefühl. Unserem Reporter Christoph hat das Abenteuer Platte gut gefallen. Er nimmt ein neues Bild vom Leben im Block mit zurück nach Hause.